das stammt meistens extra von der Board und heute mal mit einem anderen Tablet, das mit einer anderen Videokamera sozusagen. Ja, weil ich mein Handy derzeit nicht aufnehme. Aber egal. Ja, fangen wir mal an. Heute geht es um das Thema, wir entscheiden darüber, worauf wir uns konzentrieren. Die meisten kennen das, also wir müssen uns natürlich konzentrieren, um Folge zu erwischen. Wenn wir verstreut sind, dann können wir dort ein bisschen ein paar Prozent unserer Energie rein, unsere Stärken da ein bisschen. Es wird so. Es gibt ja das Sprichwort, wer alles 50% macht, wer alles nur um die Hälfte macht, macht entsprechend nur die Hälfte richtig oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber egal. Oh, was ist damit gemeint mit dem Konzentrieren? Wir sollten uns darauf konzentrieren, auf die Gruppen, also wie schon im Marketing gesagt wird, auch im BWL-Studium oder im BWL-Lehre, wir sollten uns auf die Zielgruppen konzentrieren, die unser Produkt mögen. In dem Sinne müssen wir uns darauf konzentrieren, auf die Menschen, die uns entsprechend akzeptieren, unsere Ideen, unsere Projekte akzeptieren. Auf diese Zielgruppen müssen wir uns konzentrieren und mit denen zusammenarbeiten. Und was auch wichtig ist, anstelle, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt einmal die erfolgreichen Menschen und es gibt einmal die nicht erfolgreichen Menschen. Nicht erfolgreichen Menschen, was machen die? Sie, wenn sie ein Gespräch anfangen, reden sie öfters darüber, was für Niederschläge sie erlitten haben bei dem Projekt, bei dem Projekt. Oder sie haben was ausprobiert, um aus der Tretmühle rauszugehen. Was passiert, sie haben den Niederschlag erlebt. Das ist bei dem schiefgegangen. Und darum dreht sich überwiegend bei den nicht erfolgreichen Menschen. Sie konzentrieren sich allein nur auf die Misserfolge. Und das hat zur Folge, dass die Motivation nicht groß genug ist. Wenn die erfolgreichen Menschen, natürlich, sie wissen, sie erinnern sich auch natürlich an ihre Misserfolge, aber die Misserfolge, wie wir schon damals besprochen haben, sind eine Reflexion bzw. eine Rückmeldung. Und sie konzentrieren sich auf die Erfolge, die sie erwirtschaftet haben. Also die Erfolge, die sie gemacht haben, darüber reden sie auch in ihrem Kreis. Sie reden, das haben sie richtig gemacht, das haben sie. Und was auch zum einen Punkt ist, sie schreiben Erfolgsjournale. Das heißt, alles, was sie richtig gemacht haben, beziehungsweise alles, was ihnen gelungen ist, schreiben sie auf. Das hat den positiven Effekt. Diese Erfolge werden auf langfristige Hinsicht bewahrt. Das heißt, sie erinnern sich langfristig an diese Erfolge und die Motivation steigt. Aber wir dürfen nicht verwechseln mit, dass sie sich auf den Erfolgen ausruhen. Nein, sie haben zwar die Erfolge aufgeschrieben, sie erzählen auch von den Erfolgen, aber sie streben nach mehr Erfolgen. Das heißt, sie ruhen sich nicht auf den alten aus, was manche machen. Deswegen führt ein Erfolgsjournal, erinnert euch an eure Erfolge, auch egal wie klein die sind, denn das ist, was euch motiviert. Und steigert euch. Steigert eure Persönlichkeit. Das war Alexander von Lernbord. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.